Heute sind wir im neuroimmunologischen Labor, das ja zu unserem Zentrum für klinische Neurowissenschaften dazugehört. Geleitet wird das Labor von Frau Dr. Akkühn, bei der die Selina Engel ihre Doktorarbeit macht. Selina, kannst du uns denn kurz erzählen, mit was sich deine Doktorarbeit thematisch beschäftigt? Ja, sehr gerne. Also ich gucke mir von MS-Patienten die Immunzellen an und den Einfluss von Cortison auf die Immunzellen im Kontext von einem Schub zum Beispiel. Und schaue mir dann auch in Liquor- und Serumproben die Krankheitsaktivitäten an, alles in der Raman-Spektroskopie, um so ein bisschen herauszufinden, ob wir da eine neue Methode haben, mit der wir auch arbeiten können. Okay, und welche Bioproben genau, du hast es ja jetzt gerade schon gesagt, verwendet ihr da im Moment? Aktuell verwenden wir noch Blutproben von gesunden Probanden aus der Blutspende und wollen dann auch Patienten aus dem MS-Zentrum messen und dann auch noch Liquorproben und Serumproben, die eingefroren sind, auch von MS-Patienten. Und du hattest jetzt schon ein ganz tolles Wort erwähnt, die Raman-Spektroskopie. Kannst du uns so ganz grob sagen, was genau ihr damit messen wollt und ob diese Methode, wie die genau ungefähr angewendet wird, in kurzen Worten? Ja, sehr gerne. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein großes Mikroskop und da ist auch ein Laser drin und da packen wir dann die Zellen rein auf so einen Objektträger und können uns die auch im Mikroskop anschauen und senden dann quasi mit dem Laser Licht auf die Zellen, auf die ganze Zelle. Und nehmen dann das, was an Informationen aus dem Laser wieder zurückkommt, als Spektrum auf. Und das ist so ein bisschen spezifisch für jede Zelle und kann so als Fingerabdruck gesehen werden. Und vergleichen das dann eben von Patienten mit einer Erkrankung und von Gesunden. Und der Vorteil ist quasi, dass wir die ganze Zelle in einem aufnehmen und nicht nur bestimmte Teile der Zelle. Okay. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Da sind wir auf die Ergebnisse auf jeden Fall auch schon sehr gespannt. Und dann vielen Dank, dass du uns das heute erzählt hast. Sehr gerne.